Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Xenoblade. Wir starten nach einer Cutscene aus dem letzten Part. Und wir haben es echt nicht mehr weit. Ich freue mich auf das nächste Gasthaus. Da gibt es dann doch bestimmt wieder von Zed. Nice! Oh Gott. Sprösslinge. Hi. Whoa, Kirk, Kazuna, you guys sure have grown. And hey, is that really? That's our Mark. He'll be going away to school in Indol soon, thanks to the help you've been sending us. Auntie Corinne, good to see you. Wow. This is quite a welcome. I didn't realize you were sending the money home. That's very admirable for such a young man. Home, huh? Oh, old lady have lots of little ponds. Master Thon, he's clearly not all little ponds of same parents. My word, is that old Azorda there? Or have you gone and done to yourself? That would take some explaining. Incidentally, is there some way you could put us up for the night? Long day and all. Is there some way? Don't give me that. Stay for as long as you like. What's mine is yours. Thank you. Auntie, thank you so much. I think I'll go for a bit of a walk first, though. Ah, yes. Leave your friends with me. Pyro, could you come along too? Huh? Oh, of course. Right then. Come with me, all of you. Yay, Gruppentrennung. Josh. Also noch nix mit Gasthaus. Schade. Harmoniegespräch läuft. Wolfric? Lel? Okay. Tante Corinne ist total aus dem Häuschen, dass du deine zukünftige Braut mit nach Hause genommen hast. Sie ist so wunderschön. Ah, ich will auch bald heiraten. Wait, what? Ich glaube, du hast da was falsch verstanden. Maybe? Skate. Ich werde so lange büffeln, bis ich der beste Schüler auf der Akademie von Indol bin. Nice. Ohne deine großzügige Spende hätten die mich nie angenommen. Ich schulde dir was, Rex. Jetzt würde ich gerne wirklich wissen, was oder ob was anderes passiert, wenn wir am Anfang des Spiels die Kohle nicht geschickt hätten. Ja, also da würde ich mir wirklich ein paar Kommentare, / Infos wünschen. Ob die dann hier total abkacken, beziehungsweise mich immer noch so toll finden. Oh Mann, ich kann es kaum erwarten, wie es da wohl ist. Ja, don't care. Es geht. Ich helfe Tante Corinne ein bisschen im Haus. Bin ja kein Faulpelz. Mhm, versprich mir, dass du ab jetzt immer so machst. Ja, genau. Seht ihr, einmal Leistung zeigen, fupp, wird man direkt darauf auf Nullstellung gesetzt. Passt also auf, wem ihr helft, Kinder. Versprochen, solange du weiterhin beim Bergungstauchen tolle Schätze an Land siehst. What I said. Und du so? Wirklich prächtiger Ort. Ich hatte kurz Gelegenheit, mich mit den Einwohnern zu unterhalten. Sie sind allesamt überaus gastfreundlich. Darüber hinaus ist es hier auch noch so herrlich ruhig und friedlich. Ich werde noch eine Weile hier draußen bleiben. Lasst euch ruhig so viel Zeit, wie ihr wollt. Check. Glaube ich. Und du so? Es geht. Wolkenberg ist hoch wie eh und je. Irgendwo da drin ist der große Titan von Lefteria. Man sieht ihn nur nicht. Wenn er doch mal auftauchen würde, dann könnten wir alle auf seinem Rücken leben. Aber wir sind selbst schuld. Im Gegensatz zu anderen Ländern haben wir ihn nicht gezähmt. Ist das jetzt
schlimm, glaube ich. Er ist ein freier Titan. Er macht, was er will, und die kleineren Inseln Titanen folgen ihm. Ja, ist so nett so. Sieht doch alles ganz schick aus hier. Was habt ihr für einen Stress? Das arme Lefteria hat bei weitem nicht so viel Grün und fruchtbare Erde wie andere Titanen. Aha. Ich guck mich gerade mal so um. Okay. An Gemüse kommt man nur schwer heran, wenn man es nicht selbst anbaut. Ja, verstehe. Wusste ich bestimmt schon vorher. Ich weiß noch, wie du als Kind auf dem Feld mitgeholfen hast. Du warst wirklich ein Musterknabe. Ach, herrje. Gott. Dude. Gefühle. Dings. Oh, es geht, Morak. Dies ist also das Dorf, aus dem du stammst. Es erinnert mich ein wenig an den Ort, an dem mein Bruder und ich unsere Kindheit verbrachten. Aha. Aber bitte lass dich von mir nicht stören. Nutze die Zeit, um etwas zur Ruhe zu kommen und zu entspannen. If you say so. Es geht. Ich muss gerade mal Pause machen. Wasser zu holen ist aber auch ganz schön anstrengend. Unser Haus liegt weiter da oben, also muss ich die einmal gleich noch weiter bergauf schleppen. Tante Corinne hat fließend Wasser in der Küche, stimmt's? Manche von uns haben es echt leicht. Quests? Quests? Nein, okay, dann nicht. Mhm. Corinnes Haus, Reisepunkt, nice. Und du so? Unterwegs zum gewohnten Ort, nehme ich an. Hm? Ich meine, den auf der anderen Seite des Dorfes. Du weißt schon, den mit der atemberaubenden Aussicht. Und ich will auch überhaupt nicht, dass du da hingehst. Aha. Geh ruhig und lass dir Zeit. Ich werde dir in der Zwischenzeit etwas Leckeres kochen. Ja, ist sweet. Joink. Nein, nix warten. Wer hier so unterwegs? Cap Meset. Messet? Cap Messet? Tora! Nu, Tora ist hin und weg. Gegend hier angeblich gut für Bergungstauchen. Ausbeute wohl fast so gut wie in Mor Ardain. Tora bleibt noch Weilchen hier. Wünscht Freunden viel Vergnügen beim Entspannen. Locker machen. Wenn Meister Pon begeistert ist, wie jetzt, ist erstmal Hopfen und Malz verloren. Poppy behält Meister Pon im Auge. Rex und Pyra können ruhig gehen und tun, wonach lustig ist. So, ich würde fast sagen Bergungstauchen, aber dann habe ich momentan nicht die Unterstützung von... Dicke Klinge Namen vergessen. Hi. Bergungstauchen ist so cool. Es gibt nichts Tolleres. Ich kann mir einiges vorstellen, was toller ist als Wasser. Wenn ich groß bin, will ich auch Schätze bergen. Blöd nur, dass ich nicht schwimmen kann. Ja, scheiße. Tante Corinne hat gesagt, dass man alles lernen kann, wenn man es nur will. Also übe ich weiterhin fleißig. Ja, gut. Mach das. Du magst Morak irgendwie nicht so, oder? Die rennen ständig getrennt rum. Oh, Montecora-Puppen. Ob sich wohl Aigeon über eine freuen würde? Fuck, wer? Ach, nichts, ich habe nur gerade mit mir selbst gesprochen. Ja, nice. Erstmal mein eigenes Dorf plündern. Läuft. Bist du so? Ich hoffe, dass ihr hier genau das findet, was ihr sucht. Ja, sag ich dir genau. Von jedem eins. Und hoffen... Wenn du Tugendpunkte bekommst, erhältst du einen Punkt zusätzlich. Joink. Vielen Dank. Boah, 10.000 für einen Goldzylinder. Gibt's eine Urkunde bei dir? Nö. Und du so? Ach, okay. Schade. Ah, Gegenstände, Verstärker sogar. Sehr viel. Okay.
Okay. Tü. Oh. Noppon, hallo. Gibt Rex, der immer Katsching an Dorf sendet. Ist Freund etwa selbig gleicher Rex? Ja, da bin ich. Heißt das, du bist derjenige, der meine Goldsendungen immer überbringt? Ah, okay, natürlich. Oh nein, prächtiger Jüngling, der immer Katsching überbringt, ist berühmt unter allen Kurieren. Aber Kula bringt Mampf von Frau Korinth nach Argentum. Gibt bloß keinen direkten Weg, darum ist Mampf nie so lecky, schmecky, frisch, wie Kula gern hätte. So ist das eben bei Transporten über weite Entfernungen, kann man nichts machen. Nö, da kann man nichts machen. Nicht mal eine Söldnertruppe für Eilzustellung abstellen und mir ein bisschen Geld geben. Nein, kann man nichts machen. Ach, diese Brise, das erinnert mich an die Zeit, als ich auf Azodas Rücken unterwegs war. Nein, es ist mein Opa. Was meinst du dazu, Rex? Ich müsste erstmal mehr dazu hören, bevor ich mir eine Meinung bilden kann. Boah, diese Standarddialoge. Das ist jetzt eine ganze Weile her. Azoda hatte mir angeboten, auf ihm eine längere Reise zu machen. Da ich zuvor nie das Dorf verlassen hatte, war es eine Reise voller Entdeckungen. All diese Inseln. Aber da ich anfällig für Seekrankheit bin, habe ich ihn dann doch lieber Rex überlassen. Opa! Was geht hier ab? Textilien kaufen. Urkunden, Joink? Crap. Ey, Moment mal. Das sieht doch aus wie für mich gemacht, wenn die verfickte Sprungsteuerung nur nicht so steif wäre. Crap. Entwicklungsstufe 1. Neuer Auftrag verfügbar. Okay. Wow. Hoi, schuh. Okay, alles klar. Schick mir die gleich mal los. Also gleich. Geht ihr ab? Geil. Felder plündern. Dromark, hallo. Welch herrlicher Ort. Genau richtig, um nach einem anstrengenden Kampf die müden Knochen auszuruhen. Ihr seid bestimmt auch müde, Herr Rex. Ruht euch aus, solange ihr wollt, und kommt in Ruhe wieder zu Kräften. Fuck, das ist mein Dorf. Und da ist noch so ein Dingeling. Das heißt, wenn ich Nimm nachher wieder habe, dann... Hi. Du so. Gemüseschnitte. Das klingt echt lecker, glaube ich. Britzelbratschüssel. Urkunde! Fick dich. Urkunde! Fick dich. Urkunde? Hi. Oho, gut, dich zu sehen. Ist eine Weile her. Oi, Die Kinder, die bei Corinne landen, entwickeln sich allesamt mustergültig. Aus dir ist ja auch ein großartiger junger Mann geworden, Rex. So viel kann ich auf jeden Fall bescheinigen. Ihr wisst, ich mag das nicht, wenn einem als Protagonist so viel Gutes in den Arsch geblasen wird. Ich meine, ich spiele das Spiel ja, um... Ich spiele das Spiel ja, um für mich Erfolge zu erzielen. Und nicht... Und auch eine Charakterentwicklung durchzumachen. Und nicht von jedem gesagt zu bekommen... Du bist der auserwählte Held, du bist der Beste. Ja? Ich will ja der Held werden. Ich will mich ja damit identifizieren durch den Fortschritt, den ich mache.
Rex, der Stolz unseres Dorfes. Wie? Ist also zurückgekehrt. Na, schönes Holz, oder? Es gibt ja hier nicht viele Bäume, also machen wir das Beste aus den wenigen, die wir haben. Unsere Häuser pflegen wir liebevoll, denn eines Tages sollen unsere Kinder sie weiter nutzen. Das eine am Dorfrand ist allerdings so alt, dass derzeit diskutiert wird, ob wir aus ihm ein Lagerhaus machen wollen. Das ist sehr interessant. Ich meine, es muss ja jetzt nicht so ausarten wie in Secret of Mana von Kenji und mir, dass das scheiß Dorf uns halt verstößt. Aber... Treasure acquired. Normal Dude? Bitte? Einfach Normal Dude? So. Normal Dude, der durch Zufall... Fuck, du heißt Hammer? Oh, hallo. Wir wissen nicht recht, was wir mit diesem Haus hier anstellen sollen. Es ist so baufällig, dass irgendwas geschehen muss. Nur was ist die Frage? Ich kauf's, ich renovier's. Wetten? Es ist als Lagerhaus zu verwenden, wäre schade, aber ein Wohnhaus wird im Moment auch nicht gebraucht. Oder was hältst du davon, dich hier mit einer netten Dame niederzulassen, Rex? Das wird alle Probleme lösen. Hab zufällig eine dabei. Aber da läuft wohl noch nichts. Also nicht so sehr. Nia, das wäre vielleicht noch ganz interessant. Mann, ist das öde hier nur überall Wolken, Wolken, Wolken. Kein Wunder, dass du Bergungstaucher geworden bist. Wie soll man sich hier auch sonst die Zeit vertreiben? True Story. So, jener krasser Ort. Oh. Fuck. Where are we? These are my parents' graves. What? Sorry. I guess I never properly told you about myself. No, it's fine. I'm sorry. I never thought to ask. I wanted you to meet them, though. To meet them? How do you mean? Hey, Mom, Dad, it's been a while. A ton happened, you know? I became a driver. And this girl is Pyra. My new partner. I know you'd love her. We're going to Elysium, Pyra and me. I don't know what's coming next, but you'll be watching over us, right, guys? Rex? Right, let's head back. Okay. Huh. Nicht ganz, was ich jetzt erwartet habe. Ein bisschen traurig, bisschen süß. Beides irgendwie. Aber da wir Pyra jetzt unseren Eltern vorgestellt haben, geht alles klar, oder? Nicht? Doch? Jein? Haus kaufen? Dings? Nun. Aber wir haben keine Zeit mehr, Leute. Ihr könnt immer gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Wir gucken dann in der nächsten Folge einfach mal weiter. Ich schicke jetzt noch ein paar Söldnertruppen los und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Blank out.